Hallo, ich grüße euch zum Teil 39a. Ich fange mal eine neue Serie an, weil es jetzt um die Gründung der Wahlkommissionen geht. Und zunächst wollen wir erstmal nochmal grundsätzlich eine neue Entwicklung bekannt geben, weil wir in der letzten Zeit ein bisschen was rausgefunden haben, was mit der DDR los ist. So, und zwar geht es um die Staatsangehörigkeit der DDR. Und ihr wisst ja, wer in der DDR Schulbildung war. Er kann sich noch daran erinnern, dass Honecker und das SED-Regime keine Rechtsnachfolge des Nationalsozialismus angetreten hat. Also es wurde in der Schule immer der Bereich von 1933 bis 1945 ausgeblendet. Ne? Also wurde ein bisschen was zum Kaiser erzählt, dann wurde ein bisschen was zur Weimarer Republik erzählt, aber da ging es im Prinzip nur um Thälmann, Liebknecht und die ganzen Experten, nicht wirklich um das, was es wirklich ging. Ja, die interessanten Stellen hat man einfach weggelassen und vielen fehlt im Prinzip die Zusammenhänge, wie es damals alles entstanden ist. Und deswegen, wenn man die Gründung der Wahlkommission verstehen will, muss man mal ein bisschen beim Urschleim anfangen. Und die interessante Stelle ist, dass die DDR eben keine Rechtsnachfolge des Nationalsozialismus angetreten hat und folglich die interessante Stelle der 5.2.1934 eben, ich muss sagen, verpennt hat oder nicht teilgenommen hat. So, und wenn jetzt die DDR Personalausweise ausgibt, dann ist dieser Personalausweis keine Staatsangehörigkeit, die vom 5.2.1934 stammt. Und wenn man das DDR-Konstrukt am 17.07.1990 weggeschnitten hat, fallen die DDR-Bürger, die in der Nacht vom 17. zum 18.07.1990 gemeldet waren, ungebremst ins Kaiserreich. So, und damit das nicht auffällt, hat die Bundesrepublik sozusagen die DDR-Bürger mit den 100 Euro im Prinzip aus ihrer sicheren Fluchtburg rausgelockt und hat viele DDR-Personalausweise ungültig gestempelt, obwohl sie das nicht darf. Ja, weil der Einigungsvertrag kam ja nie zustande. Es wurde zwar was vereinigt, aber was ganz anderes vereinigt. Was ist denn passiert? Am 17.07.1990 wurden die beiden Staatsfragmente BRD und DDR gelöscht. Und der dabei war, das war Gerd Helmut Komasa vom militärischen Abschirmdienst, der hat das auch bezeugt. Und er hat natürlich gesagt, also was sie dort beschlossen haben, ist ja regelrechter Volksbetrug. Weil, was hat man denn gemacht? Man hat am 17.07.1990 die Staatsfragmente DDR und BRD gelöscht und hat am gleichen Tag BRD und DDR im Handelsrecht unter dem gleichen Namen neu angemeldet. Und dann war es ziemlich einfach, eine Firmenzusammenlegung zu machen und zu erklären, dass der Staat vereinigt wurde. Der Staat war nie geteilt. Der Staat hat immer schon bestanden in den Grenzen von 1914. Und zwar ohne Wirksamkeit des Versailler Vertrags und ohne Abgabe von irgendwelchen Schutzgebieten. Das heißt, die Oder-Neiße-Grenze stand nie zur Disposition, weil die war schon immer im Staat. Der Teil zwischen Oder-Neiße-Grenze und polnischer Ostgrenze gehörte schon immer zum Kaiser. Und es wird auch nicht bestritten. Es gibt keinen völkerrechtlichen Akt, der Grenzen brücken darf. So, nun ist es so, der Erste Weltkrieg hat ja im Prinzip die HLKO eingesetzt. Das heißt, vom ersten Tag des Krieges an hat die HLKO gegolten. So, dann war der Kaiser ja noch im Amt. Er hat im Prinzip ja nur einen Bündniskrieg geführt. Das heißt, durch das Attentat auf das Kronprinzenpaar in Sarajevo wurde ja Deutschland in den Konflikt zwischen Österreich und Ungarn reingezogen. So, also die haben eine Bündnisverpflichtung erfüllt, die haben keinen Krieg angefangen. Also wer erzählt, dass von deutschen Boden schon zwei Weltkriege ausgegangen sind, der kennt sich einfach in der Geschichte nicht aus. Deutschland hat nur die Bündnisverpflichtung genommen. Nichts anderes macht die Bundesrepublik, wenn sie irgendwo Krieg führt, zum Beispiel Afghanistan, weil irgendjemand mal gesagt hat, Afghanistan, da werden die deutschen Interessen vertreten. Das ist nicht so. Die Interessen, die Bundesrepublik dort vertreten hat, ist einfach nur die Drogenfelder der CIA beschützen. So, dafür haben sie die Deutschen eingesetzt, damit die wieder mal Krieg führen können. So, aber das hat mit uns nichts zu tun. Unser Staat ist der Kaiser und der Kaiser hat keinen Krieg geführt. Nie selber irgendein anderes Land angegriffen. So. Auch die Sowjetunion hat der Kaiser nicht überfallen, sondern es war die Weimarer Republik. So, das muss man aber schön auseinanderhalten. So, jetzt ist die Frage, wo ist denn nun der Schnitt? Wie kommen wir denn auf das Datum 27.10.? Ja, man muss sich Folgendes überlegen. Wenn ein Staat Krieg führt, nehmen wir mal als Beispiel, so souveränsten Staat, den es wo gibt auf der Welt, wäre der Iran. Der Iran wurde von Saddam Hussein überfallen. Damit gilt natürlich die Haager Landkriegsordnung, genau in dem Moment, wo der Krieg losgeht. Und es geht wieder vorbei, wenn die wieder aus dem Land abhauen.
So, seit wann hat dann der Staat Iran aufgehört, bloß weil die HLKU gegolten hat? Da ist durchgeladen. Die haben natürlich während des Krieges ein bisschen Stress gehabt, aber irgendwann ist der Saddam wieder abgehauen und die haben das Land wieder zurückerobert. So, also wurde die HLKU genau dann, wenn der letzte Soldat das Land verlassen hat, wieder außer Kraft gesetzt. So, und nichts anderes ist im Ersten Weltkrieg passiert. Die HLKU hat gestartet und dann kam im Prinzip der Tag vor der Entmachtung des Kaisers. Das war der 27.10.1918. So, an diesem Tag hat der Kaiser die letzte Verfügung gemacht. Und am Folgetag haben sie Max von Baden ohne eine Verweserwahl zum Verweser erklärt. Und es geht aber nicht, weil der Verweser muss direkt vom Volk gewählt werden. So, wenn er nicht vom Volk gewählt wird, ist er kein Verweser. Das ist nun mal die Eigenschaft eines Verwesers, der die Berechtigung hat, Gesetze zu ändern. Und wenn die Bundesrepublik keine Verweserwahl durchgeführt hat, kann sie keine Gesetze ändern. Wenn die Weimarer Republik keine Verweserwahl gemacht hat, kann sie keine Gesetze ändern. Und genauso geht es in Hitler. Hitler kann keine Gesetze ändern, wenn er nicht Verweser war. Er kann es über ein Ermächtigungsgesetz machen. Das Problem ist nur, sein Ermächtigungsgesetz ist genau bei der Wahl am 23.03.1933 umgefallen, weil Teile der KPD und SPD bei der Abstimmung gar nicht dabei waren. Also hat Hitler auch kein Staatsangehörigkeitsgesetz geändert. Das heißt, die deutsche Staatsangehörigkeit ist einfach eine Erfindung aus dem Märchenland. Und wir müssen ja überlegen, was ist denn die Weimarer Republik? Die Weimarer Republik ist eine Zirkusnummer. Die sind in Zirkusbusch gegründet worden und dann haben die der ganzen Welt vorgeführt, wie verrückt und absurd diese Welt ist und alle sind nur Statisten. Jeder spielt irgendeine blöde Rolle und diejenigen, die in dem Spiel die Regie führen, die ziehen das Geld raus. Das ist das, was passiert. Und jeder, der in dem System mitspielt und in dem Film mitspielt, der inzwischen ganz Europa ergriffen hat, der macht sich A zum Kasper und zweitens zum Geldgeber. Und das ist irgendwann mal nicht mehr lustig, wenn nämlich die Bodenrechte dieses Landes dabei verloren gehen. Und das passiert nach 99 Jahren, gerechnet vom 27.10.1918. So, wir haben dazu also nicht mehr viel lange Zeit. Jetzt ist die Frage, wenn jetzt nun schon die Städte und Gemeinden im Prinzip gar nicht mehr die Städte und Gemeinden sind. Zum Beispiel die Stadt Chemnitz ist was anderes wie Chemnitz. Chemnitz ist die Hauptmannsstadt des Kaisers und die Stadt Chemnitz ist eine Firma mit zwei verschiedenen Schuhe. Die Stadt Chemnitz hat auch ein Bürgerbüro, weil eine Firma, wenn sie keine Bürgerbetreuung macht, ja sofort als Firma erkannt wird. Aber wenn man natürlich ein Bürgerbüro hat und sozusagen dort eine Art Anmeldung macht, dann glauben natürlich die Leute, dass sie dort umgemeldet sind. Das ist aber eben ein Trugschluss, wie man sehr leicht feststellen kann. Weil zu kaiserlichen Zeiten hat in jedem Bundesstaat gab es ein Meldewesen. So, ne? Und das wurde irgendwann 1908 oder so eingeführt, sodass man erstmal geguckt hat, wer läuft denn hier in dem Bundesstaat rum und wer gehört denn eigentlich näher her. Das hat man dann versucht, so schrittweise einzuführen. So. Aber das war alles noch am niedrigen Level, teilweise einfach nur ein Papier wurde der sogenannte Heimatschein ausgefüllt. Ne? So. Also wenn ein Bayer im Prinzip jetzt nach Sachsen gereist ist, hat er im Prinzip in Sachsen eine Einbürgerung gemacht. Und diese Einbürgerung durfte nur der Amtmann machen. Niemand anders war dazu berechtigt. Also keine Firma wäre dazu berechtigt gewesen. So. Jetzt kann man sich überlegen, kann man denn überhaupt der Bundesrepublik eine Ummeldung machen? Man muss sich überlegen, welcher Amtmann kann denn die Ummeldung gemacht haben? Einer vom Kaiser, der vom Kaiser ernannt worden ist? Gibt es irgendeiner in der Stadtverwaltung Chemnitz, der vom Kaiser ernannt worden ist? Nicht mal die Bürgermeisterin ist ernannt worden. Die hat nicht mal eine Ernennungsurkunde zum Hauptamtmann. Oder Hauptamtsfrau, wenn es das überhaupt im Kaiserreich gegeben hat. Das ist alles nur Bummifabrik. So. Werden die Leute verklapst. Wenn die sich dort anmelden, machen die einfach nichts anderes, als dass sie ihre bürgerlichen Rechte an eine Firma abtreten. Und diese Firma streckt den Fuß aus und tritt einen in den Arsch. Das ist das, was jeden Tag in Chemnitz passiert. So. Und wenn die Leute das irgendwann mal gerissen haben, merken die, dass sie hier aus dem System in was reingeraten sind, wo sie gar nicht mehr aussteigen können, weil die eigentliche Stadt ja gar nicht mehr existiert. Es ist nur noch Firma. Ne? Und die sitzen dort in einem Rathaus und jeder denkt, der im Rathaus sitzt, das ist der rechtmäßige Vertreter. Ne, ist er nicht. Der rechtmäßige Vertreter ist der, der durch eine Verweserwahl oder durch ein direktes Referendum in dieses Amt gekommen ist. Und dieses direkte Referendum hat das Kennzeichen, dass zum Beispiel das Frauenwahlrecht im kaiserlichen Staat nicht gegolten hat. Hatte einfach nur die Bewandtnis, dass die Frauen damals politisch nicht so interessiert waren und man allem politische Entscheidungen nicht rein vom Gefühl abhängig machen wollte. Dass es heute sich ein bisschen gewandelt hat, dass die Frauen sich doch in der Politik interessieren, das ist eine gute Entwicklung.
Ja, wenn ich auf meine Webseite gucke, da kann ich ja sehen, ob eine Frau oder ein Mann die Videos angeguckt hat. Und das sind eben 8% sind Frauen und 92% sind Männer. Also das sind die, die in der Politik mitreden wollen. Ja. Und die Tendenz ist steigend, ja, weil die Frauen eben auch ihren Kindern eine Zukunft bieten wollen. Ja, die eben nicht in einer Firma und in einer Sklaverei und in einer Zwangsarbeit endet. So. Und wenn man sich aber nicht bewegt und wenn man einmal sagt, was kann ich denn machen, was kann ich denn gegen dieses Unrechtssystem machen? Du kannst ganz einfach das machen, dass du uns erstmal unterstützt, dass wir einen ordentlichen Sender auf den Weg bringen, dass wir jeden Leuten erstmal erklären müssen, was in diesem Staat hier nicht stimmt. So, das können wir genau dann machen, wenn uns die Mittel zur Verfügung stehen, um die Leute ordentlich zu informieren. Und zwar außerhalb von ARD und ZDF und RTL, Blödhammelshows, sondern ordentlich mit einer ordentlichen Herleitung, mit ordentlichen Studiogästen und dann kann man ein ordentliches Interview machen, ja, auch mit ordentlichem Ton. Das ist ja alles, was wir hier machen, ist nur ein Behelf. Das ist auf ganz kleinem Niveau mit einer kleinen Stellwand gemacht, einer kleinen Videokamera. Mehr ist es nicht. Es ist kein großes Studio dahinter. Aber wir wollen es mal erreichen. Wir wollen wieder den Stand haben, den wir schon mal hatten, mit ordentlichen Kameras, wo man auch mal ein bisschen umblenden kann, wo man mal ein Mischpult hat und ein bisschen Musik machen können und die Leute auch ein ordentliches Rundfunkprogramm machen, wo wir stolz drauf sein können. Das wollen wir Kaiserradio nennen. So, wer da mitmachen will, kann mich da einfach mal ansprechen, entweder bei YouTube oder bei jonacast.com. Findet ihr im Impressum irgendeine Kontaktinfo, könnt ihr da schreiben, anrufen, wie auch immer. Am besten E-Mail, ne, weil Telefon klappt ja nicht immer, ist immer eine schlechte Verbindung. Also über E-Mail sich melden und dann tun wir schon das Beste, um uns da bemerkbar zu machen. So, dieses Videoprojekt sollte nach Möglichkeit so schnell wie möglich starten, denn je eher wir die Lügen, die uns jeden Tag aufgetischt werden, aufdecken können, desto besser. Ist für alle Beteiligten besser. Bestes Beispiel, wir haben jetzt jemanden da gehabt, die haben erzählt, dass sie also im Messiland sich gemeldet haben und die dort sozusagen Willkür praktiziert haben. So, geboren ist sie in Sachsen. So, das heißt, die Einbürgerung nach Sachsen ist durch die Geburt passiert, weil eine Geburt in einem Bundesstaat führt zur Bundesstaatenangehörigkeit. So. Und jetzt müsste der Amtmann im Prinzip kommen und bei dem Umzug nach Bayern das ummelden. Wenn dieses Ummelden nicht passiert ist, dann ist diese Frau immer noch Sachse. So. Wenn jetzt in Rheinland-Pfalz oder in Baden-Württemberg, was auch immer, irgendeine Behörde in Anführungsstrichen Unrecht begeht, greift sie in die Hoheitsrechte des Bundesstaats ein. So. Und da kann man sich überlegen, weil die ja sowieso nicht durchsehen, wer denn in welchem Bundesstaat eine Bundesstaatenangehörigkeit hat, kann man sich vorstellen, dass in öffentlichen Bescheiden nichts mehr unterschrieben wird. Und deswegen immer nur noch, da steht, dass der jenische Bearbeiter und dann steht unten eine Beglaubigung. Die Beglaubigung ist zwar unterschrieben, aber die eigentliche Unterschrift unter das Ding fehlt. So, und wenn man dann irgendwas schreibt und sagt und dieselbe Nummer macht, indem man also den Ohrenschreiben schickt und drunter schreibt, dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. Das ist ungefähr das Gleiche, als wenn irgendjemand erklären würde, die Sonne ist gültig. Das würde niemand anzweifeln. Aber das nützt nicht, weil das Ding hat einfach keine Rechtskraft. Weil derjenige, der es ausgestellt hat, überhaupt nicht berechtigt war dazu. Weil ich gucke mir das Schreiben an und gucke an, ob das Siegel, was da oben drauf ist, überhaupt in die Zeit vom 27.10.1918 passt. Und wenn das ein Siegel aus der Neuzeit ist, weiß ich, dass es zu Warnzeichen ist, weil die Weimarer Blick eine Handelsorganisation ist. Und die kann keine staatlichen Hoheitsrechte haben. So, und solange wir uns diese Hoheitsrechte nicht zurückholen, indem wir eine Wahlkommission gründen, werden wir in diesem Theater vor Klapsvereinen vor ewige Zeiten gefangen sein. So, wenn ihr das nicht begreift und die 99 Jahre ablaufen, dann werden sie euch euer Haus wegnehmen, euer Auto wegnehmen, eure Bodenrechte bestreiten und euch aus des Landes schaffen. Weil wer sich unberechtigt in einem Bundesstaat aufhält, ohne eine ordentliche Einbürgerung oder Einreise absolviert zu haben, ist ja illegal. Ne? Das Land gehört uns genau dann nicht mehr, wenn wir uns 99 Jahre nicht darum gekümmert haben, dass die staatlichen Strukturen wieder aufstehen. So, das ist ein einmaliger Zeitraum. Da hat nie keine BRD irgendwie reinzureden. Das ist einfach ein Fristablauf. Und wenn man das versägt, sind die Bodenrechte weg. So, und spätestens Polen müssten es reißen. Also wenn zum Beispiel die Migranten, die Frau Merkel reingeholt hat, sich in Richtung Polen bewegen und dem Polen erklären, du hast doch gar kein Bodenrecht, du hättest ja mal in deinem polnischen Gebiet einen Verweser wählen müssen. Nämlich einer, der sagt, ich melde die Bodenrechte, die alle polnischen Einwohner zwischen der Oder-Neiße-Grenze und der polnischen
Ostgrenze wohnen, wieder an, damit die weiteren 99 Jahre dort ihr Haus, ihr Hof, ihr Boot und ihre Ländereien bewirtschaften können. So, der Kaiser hat es denen zugestanden, die hatten schon immer Selbstverwaltung, aber sie müssen sich alle 99 Jahre mal als noch Wohnsitz genommen, nicht wohnhaft, sondern dass sie ihren Wohnsitz dort genommen haben. So, da wurde das eingetragen, aha, das Land ist bewirtschaftet, der und der kümmert sich drum und dann läuft das wieder 99 Jahre. So, und alle Länder außerhalb wissen das. In Israel weiß man, dass die Bodenrechte 2017 auslaufen. So, und die reiben sich schon die Hände, weil jeder, der Geld hat, kann im Prinzip auf diesen Boden mitbieten, weil das wird dann einfach als herrenloses Gut verschleudert. Und zwar deswegen, weil die Westalliierten ja noch in dem Handelsrecht drinne hängen. Und warum hängen die drinne? Na, man hat eben 1990 bei der heimlichen Neugründung der BRD ein Firmenkonstrukt erzeugt, was ihren eigentlichen Amtssitz in Washington DC hat. Und Washington DC ist tatsächlich noch im Handelsrecht, während Mitteldeutschland nicht im Handelsrecht steht, weil Mitteldeutschland steht im Ordre Public. Und in Mitteldeutschland gilt zunächst erstmal die HLKO. Und da gibt es ein sehr lustiges Schreiben, habe ich irgendwie vor uns mal gehabt, da ja, ich finde es gerade nicht. Also, wo der Bundespräsident Gauck veröffentlicht hat, dass die HLKO gilt. So, da muss man überlegen, ach, die HLKO gilt. Was steht in der HLKO drin? Artikel 43 steht, das Landesrecht ist zu gewähren nach Ende der Kampfhandlung. Ende der Kampfhandlung war 1955. Also muss spätestens zu der Zeit, 90 Jahre später, eine Verfassungswahl stattgefunden haben. So, da haben natürlich alle drauf gewartet, weil nach Kriegsende wollte man endlich mal eine ordentliche Verfassung, einen ordentlichen Staat aufbauen. Und da hat man natürlich dann gegen die Grundgesetzmacher Stimmung gemacht. Und da hat dann der Carlo Schmidt, der da mit dabei war, gesagt, nee, wir wollen ja gar keinen neuen Staat gründen, sondern wir wollen die Ordnung in diesem Staat nur neu organisieren. Da muss man sich überlegen, was haben wir denn für einen Staat? Wenn wir ins Staatsangehörigkeitsgesetz reingucken von der Bundesrepublik, sehen wir, Ausfertigungsdatum 22.07.1913. 1913 ist Kaiserreich. Die Frau Merkel ist also zusammen mit dem Kaiser auf dem Boot gewesen und der Kaiser hat das kaiserliche Recht ausgefertigt und die Frau Merkel war zu der gleichen Zeit auch dort und hat das Stack ausgefertigt, was sie immer zu den Wahlen nützt. Wenn man sich überlegt, dass dazwischen 100 Jahre liegen, kann man sich überlegen, dass das die Frau Merkel nicht gemacht haben kann, oder dass das Stack ein Betrug ist, und zwar ein Volksbetrug. Und zwar so strafbar, dass wir eine ganze Zeit gebraucht haben, überhaupt rauszukriegen, was für eine miese Nummer denn hier eigentlich läuft. Die Weimarer Republik ist einfach nur eine Theateraufführung. Eine Theateraufführung vom Zirkus Busch, die nicht endet. Und zwar so lange nicht endet, bis wir uns einfach aus dem Theater verabschieden. So. Und das macht man deswegen, indem man in diesem Verein kündigt. Und die Kündigung kann man zum Beispiel mit dem Schreiben R11 machen. Also geht mal rein bei wiki.dhnw.net, Dora Nordpolheinrichwilhelm.net, also Deutsches Notstandshilfenetzwerk. So, das ist nicht nur eine Webseite, wo man dieses Schreiben runterladen kann, sondern darüber wollen wir uns organisieren, falls es im Falle der Euro-Krise zu wirklichen ernsthaften Notsituationen kommt, also zum Zahlungsausfall der Bundesrepublik, weil die Migranten einfach Kosten verursachen können, für die kein Kredit mehr einstehen kann. Und die Bundesrepublik fällt auf den Rücken, sobald das AAA-Rating fällt. Und die anderen europäischen Länder haben natürlich nichts Besseres zu tun, als das Rating der Bundesrepublik anzugreifen, weil die dann selber auch aus diesem Konstrukt aussteigen können. Die könnten auch viel eher aussteigen, weil wir ja wissen, dass am 2008, da war die Kandidatenaufstellung der BBC, ne? Und da haben die Kandidatenaufstellung gemacht und haben einige nicht zur Wahl zugelassen, weil sie Schiedskirch gespielt haben. Das kennt ihr ja, die Geschichte habe ich schon erklärt. So, und hinterher haben sie die Wahlprotokolle gefälscht und dann den Prozess verloren, dass es ungültig war, also hätte die Wahl wiederholt werden müssen. Das heißt, das Europaparlament, was 2008 im Europaparlament gesessen hat, ist aufgrund einer ungültigen Kandidatenaufstellung der Partei zustande gekommen. So, wenn die nicht stimmt, ist die Wahl zu wiederholen. Das heißt, der Lissabon-Vertrag ist nie rechtswirksam unterschrieben worden. Weil wir haben ja gar nicht gewählt. Niemand hat die deutsche Staatsangehörigkeit jemals besessen. Die kann man einfach nicht haben. Weil die deutsche Staatsangehörigkeit genauso ein Bummiverein ist
wie die Weimarer Blick. Die waren kein Staat und die durften keine Gesetze ändern. Wir haben immer noch das alte Rustag. Auch die Bundesrepublik und die Weimarer Republik unter Hitler konnten das Rustag nicht außer Kraft setzen. Die haben zwar erklärt, es wäre außer Kraft gesetzt worden, aber nur in ihrem Verein. Und du bist in dem Verein, weil du einen Personalausweis hast. Wenn du nicht einen Personalausweis hast, bist du nicht im Verein. Also gilt für dich das Rustag. So, und die Rechte des Rustag werden dir eben verweigert. Zum Beispiel, dass alle, die eine soziale Hilfe brauchen, also die obdachlos sind oder die ihr Arbeitseinkommen aufgrund der Dumpinglöhne nicht mehr die täglichen Kosten deckt, auf Zuschüsse angewiesen sind, in eine Firma verwiesen werden, nämlich auf die Jobcenter. Das sind alles nur Firmen. Auch die Bundesanstalt für Arbeit ist nichts anderes als ein Parteikonstrukt, weil der Bund ist ein Parteikonstrukt und eine Bundesanstalt ist eine Anstalt des Parteikonstrukts, nichts anderes. So, man muss dann nicht darüber nachdenken, was die Bundesadvokatenkammer ist oder was die Bundesanwaltkammer ist oder die Bundesbank oder gar die Bundeswehr, da wird es einem schlecht. Weil es sind alles nur Parteikonstrukte. Ne? Es hat nichts, es ist keine staatliche Struktur vorhanden. Denn der Kaiser hat die Bundesrepublik nicht als Verwaltung bestellt. Es gibt Staaten, die haben eine Regierung und eine Verwaltung getrennt. Habe ich euch ja schon mal erklärt in einem anderen Video. Zum Beispiel Brasilien ist der typische Fall. Die haben eine Regierung, die machen die Leitlinien der Politik und die haben eine Firma, die Verwaltung macht, die Ausweise ausstellt, die Steuern berechnet, die Renten pünktlich überweist und so weiter. Und mit der Firma geht alles klar, weil die eben einen festen Staatsvertrag haben. In der Bundesrepublik kann es keinen Staatsvertrag geben. Auch der Rundfunkstaatsvertrag ist nur ein hohler Vogel. Ein aufblasbarer Ball, wo man bloß mal die Nadel ranhalten muss. Denn zum Beispiel der Mitteldeutsche Rundfunk kann keine öffentliche Rundfunkanstalt sein. Warum kann er es nicht? Weil der Kaiser keine GEZ hatte. Der Kaiser hat den Mitteldeutschen Rundfunk nicht als öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt bestellt. Deswegen kann die Rundfunkstaatsklage, die da jetzt im Internet läuft und die 5000 Bewerber haben, keinen Erfolg haben. Weil ich habe den Schriftsatz mal angeguckt, der hält einer Anfechtung der Stand. Aber man könnte ja den Schriftsatz nachbessern und dann mal was machen. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir eine Vereinsklage auf den Weg bringen wollen, entweder mit dieser Rundfunkgeschichte oder was Eigenes. Ich kann euch auch das Bauvorhaben sagen. Moment, ich sage es euch an. Das ist die 243. Das ist die GEZ-Klage. Also BV 243 gibt es dann wieder eine Facebook-Gruppe, kann man sich anmelden zu den üblichen Preisen. Wir haben auch die 239, da wollen wir die Bundesstaatenangehörigkeit durchklagen. Also wer sich an beiden beteiligen will, der Eintritt ist 5 € in die Klagegemeinschaft, 10 €, Entschuldigung, und als Geschenk an den Kaiser zu machen. Also nicht mit Spende und auch nicht mit einfacher Überweisung, sondern als Schenkung ins Kaiserreich, weil der Kaiser klagt gegen die Bundesrepublik. So, und Kaiser sind alle die Bundesstaatenangehörigkeit haben. Das geht als Mitteldeutschland besonders gut, weil wir ja vorhin gerade gelernt haben, die DDR steht immer noch im kaiserlichen Recht von 1914, weil sie die DDR weggesägt haben am 17.07.1990 und die Firma kein Staatskonstrukt, weder ein Staat noch ein Staatskonstrukt ist. So, wenn man was wegsägt, gilt das, was vorne weggegolten hat, nämlich das kaiserliche Recht von 1871. So, einmal auf den Blick, war ja kein Staat, wissen wir ja, Banküberfall, sondern nur im Willkürkonstrukt. So, das heißt, die in die Mitteldeutschland wohnen, haben die Staatsangehörigkeit ihres Bundesstaates. So, und auch die jetzt so als Arbeitnehmer in der DDR noch gearbeitet haben, also die Vietnamesen, sind in der Nacht vom 17. zum 18.07.1990 hier gemeldet gewesen. Also kriegen mindestens eine Einbürgerung. So, und das muss man einem wissen. So, und das heißt, man muss also seine, wenn man sie noch hat, DDR-Personalausweise gut wegschließen, damit es die Bundesrepublik in die Finger kriegt. Weil die macht euch garantiert zu deutschen Staatsangehörigen, die es gar nicht gibt. Und damit habt ihr es schwieriger, die Bundesstaatenangehörigkeit zu kriegen. Man kann sie auf verschiedene Weise kriegen. Man kann sie zum Beispiel auch mit der Wahlbenachrichtigung kriegen. Weil in der Wahlbenachrichtigung steht ja drin, dass du die deutsche Staatsangehörigkeit angeblich hast. Also, dass das Gesetz vom 5.2.1934 gilt. Wir wissen ja durch, weil ihr die Videoreihe durchgängig angeguckt habt, wie es zustande kommt und dass es nicht so ist. So, wenn eine gesetzliche Änderung ungültig ist, gilt die vorhergehende. Ne? Weil die Normhierarchie ist nun mal in gleicher Ebene. Das heißt, wurde das Gesetz vom 5.2.1934 ungültig, weil Hitler kein Verweser war und keine Gesetze machen wollte, gilt die vorhergehende Regelung. Vorhergehende Regelung ist das Rustag. So,
Wenn ihr meint, dass ihr mit dem gelben Schein die Rustag-Staatsangehörigkeit habt, muss ich euch leider den Zahn ziehen. Ihr müsst einfach den Schein nochmal genau angucken. Da steht oben das Logo der Weimarer Republik drauf. So, und dieser Vogel ist einfach nur ein Broiler, den die Weimarer Republik als Warnzeichen ihrer Handelsfirma machen. Und das Geschäftsmodell der Handelsfirma ist, ja, das Volk verkaufen. Ne? Also Staubsaugervertreter verkaufen Staubsauger, Versicherungsvertreter verkaufen Versicherung und Volksvertreter verkaufen das Volk. Und das ist das, was die Weimarer Republik ausmacht. So. Und jeder, der irgendwas hat als Ausweis, wo Weimarer Republik ist, weiß man, das sind die Sklaven. So. Also, wenn ihr jetzt dran denkt, wie das mit dem Reisepass ist, müssen wir dann nochmal reden. Erstmal grundsätzlich, alles, was Weimarer Republik ist, ist nicht staatlich. Auch alle Freistaaten, die die Weimarer Verfassung inkludiert haben, sind automatisch nicht staatlich, weil die Weimarer Republik ist der Feindstaat zum Kaiserreich. Also ein Feindstaat kann nie ein Verweser kommen. Der Verweser ist der einzige legitime Staatsvertreter. So, also wisst ihr Bescheid, guckt in eure Landesverfassung rein, ob dort die Weimarer Republik verankert ist. In Sachsen ist es der Fall. Damit wissen wir, dass der Freistaat Sachsen kein staatliches Konstrukt ist. Und der Freistaat Sachsen hat auch nicht das Logo, also das Siegel, vom 27.10.1918 verwendet, sondern die haben ein eigenes. Und da weiß man, dass es nicht staatlich ist, sobald das Siegel von diesem Tag abweicht. Weil entweder der Kaiser oder der Bundesstaat hätte es an diesem Tag ändern müssen, haben es aber nicht gemacht. Und das, was am 27.10. als Siegel gültig war, ist das staatliche Siegel. Und wenn ihr irgendein Schreiben kriegt von dem angeblichen Richter, der eine Ernennungsurkunde vom Kaiser hat, kann man grundsätzlich anzweifeln, weil wegen der Frühverrentung sind die alle mit 50, spätestens mit 60 in Rente gegangen. Und wenn man 60 Jahre zurückrechnet, reicht das einfach nicht bis zurück ins Kaiserreich. Also ist niemand, der angeblich Beamten oder Notare oder was das sind, ordentlich bestellt. Weil ein Freistaat hat der Kaiser nicht bestellt. Der Kaiser hat weder eine GEZ bestellt, noch eine Handwerkskammer, noch eine IHK. Ja, und die ganzen Gesetze vom Hitler eigentlich ohne. Ne? Alles Willkür. So, ihr müsst euch einfach, wenn irgendwas an euch herangetragen wird, einfach nur fragen, hat das der Kaiser bestellt oder hat das nicht bestellt? Und entscheidend ist der Stichtag 27.10.1918. So, jetzt erkläre ich nochmal, wie der Stichtag zusammenkommt. Vorher war die HLKO. Die HLKO sichert das Landesrecht. Am 28.10.1918 kam Max von Baden ohne Verweserwahl in das Amt. Das heißt, hier haben wir einen Eingriff, eine Fremdbestimmung in den Staat. Der Kaiser ist spätestens einen Tag danach in die Niederlande geflohen, weil sie ihm gesagt hat, wenn er nicht sich verdrückt und sich aus dem Amt schert, wird er umgebracht. Das ist eine Morddrohung. Ja, da hat er sich nach Holland verzogen und Max von Baden hat dann durch Selbstermächtigung versucht, irgendwas zu unterschreiben und Verweser zu spielen, was aber nicht funktioniert. So. Also ist der Bruch von diesem Tag. An diesem Tag hat die staatliche Legitimation geendet. So, also hat der Staat auch an dem Tag keine anderen Siegel bestellt und hat auch keine Gesetze geändert. So, und ihr guckt euch nur diesen Tag an. Was ist an diesem Tag passiert? Was hat an diesem Tag der Amtmann gemacht? Was hat er nicht gemacht? Da kann er sich überlegen, dass das Strohmann-Konto-Konzept an diesem Tag nicht gelten kann, weil es den Amtmann nicht interessiert hat. Der Bismarck hat den bürgerlichen Tod weggesägt und bis zur Entmachtung des Kaisers war das ein eisernes Gesetz, dass der bürgerliche Tod, also die sogenannte juristische Person, nicht eintritt. Und wenn uns die Bundesrepublik erzählt, dass es einen bürgerlichen Tod gibt und Personalausweise austeilt und euch ein Recht hat vor Gericht, bricht sie die HLKO. Die HLKO ist die höchste Rechtsordnung. Und jeder in Mitteldeutschland, beziehungsweise auch einer, der das einfordert, weil ja auch die westalliierten Staaten sind oft innerhalb der HLKO, weil es ist immer noch das Gebiet von 1914. Und da gehören auch die Schutzgebietsabkommen dazu, weil die Weimarer Republik das nicht kündigen konnte. Also wer in Namibia eine Staatsangehörigkeit hat, hat die unmittelbare Reichsangehörigkeit. Oder Ghana oder die anderen Schutzgebiete. Guckt euch einfach mal an. Sind unter Schutzgebiete.de gelistet. So. Die alle dürfen eigene Verweser wählen. So. Dann darf das jeder Bundesstaat und jeder Stadtstaat. Also zum Beispiel Bremen oder das könnte Bayern für sich machen. Oder Chemnitz für sich oder Landkreis für sich. Dresden. Stadt- und Landkreis für sich, die können alle eigene Verweser wählen. Und sobald die einen Verweser wählen, hat die Europakarte ein Loch, genau an der Stelle. So, alles was wir brauchen, ist eine Wahlkommission per Referendum bilden, die berechtigt ist, die Siegel vom 27.10.1918 zu benutzen.
Und das muss zwingend mit Referendum passieren. Es darf nicht über eine Vereinsgründung oder eine kalte Aktivierung oder mit einem gelben Schein passieren. Gelbe Schein führt dazu, dass man die Bundesstaatenangehörigkeit erstmal verlässt. Und zwar auf eigenen Willen hin, weil man erklärt sich solidarisch mit dem Staats- und Reichsbürgergesetz von Hitler einverstanden. Und man beantragt es noch und man bezahlt noch 25 € dafür, dass man Nazi werden will. So, also lasst diesen Dreck einfach weg, weil auf der Staatsangehörigkeitsurkunde ist kein staatliches Logo, sondern eine Handelsorganisation. Ihr seid verhandelt oder verraten und verkauft worden. So könnt ihr euch das ungefähr überlegen. So, und im Teil 38b machen wir dann weiter und erklären, wie die staatliche Wahlkommission zustande kommt und was man da für Schritte machen muss. So, und inzwischen tue ich mich erstmal verabschieden und werde das Video erstmal hochladen, weil viele warten ja darauf, wie es jetzt hier weitergehen soll. Ne? Wir haben uns ein Konzept überlegt, das funktioniert. Es ist aber nicht alles in einer halben Stunde zu erklären, sondern da müssen wir ein bisschen Aufwand betreiben. Das lässt sich leider nicht ändern, weil unsere deutsche Geschichte ist nun mal die komplizierteste der ganzen Welt, weil nur 100 Jahre lang der russische Staat war. So, aber wir kriegen das hin und bitte denkt dran, unterstützt die Medieninitiative, damit wir dann euch wirklich mal richtig informieren können, euch ein paar Videos zeigen dazu, damit das alles klar wird. Ne? Dann erstmal gute Nacht und tschüss.